Servus Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Heute soll es darum gehen, wie wir in OBS unsere Discord-Audio einblenden können bzw. wieder trennen können. Das ist super einfach und das werde ich euch heute Schritt für Schritt zeigen. Bevor wir allerdings reinstarten, möchte ich noch, also es mag vielleicht für den einen oder anderen greedy klingen, aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Like, Abo oder Kommentar da lässt. Würdet ihr euch auch, glaube ich, freuen, wenn ihr YouTube-Videos hochlädt oder vielleicht ladet ihr sogar Videos hoch, dann schreibt das auch mal kurz in die Kommentare. Interessiert mich immer sehr, mich auch mit anderen Creatoren zu connecten, wie auch immer, würde ich mich sehr freuen und euch kostet es nichts. Also warum nicht? Jetzt lasst uns aber direkt in das Video reinstarten. Ihr seht hier schon, dass ich das Ganze auch mit OBS gerade aufnehme, macht aber nichts zur Sache. Wir brauchen auf jeden Fall zu aller Beginn einmal eine Szene, dann natürlich eine Quelle. In meinem Fall ist das jetzt eine Bildschirmaufnahme, in eurem Fall kann das eines der folgenden sein. Bildschirmaufnahme, Fensteraufnahme und Spielaufnahme sind wahrscheinlich die meisten. Wir könnten dann hier auch theoretisch noch eine Facecam reinpacken, wenn wir das wollen. Ist jetzt aber nicht Thema des Videos. Was uns jetzt interessiert, ist hier die Desktop-Audio. Wir haben das Ganze einmal hier im Audio-Mixer sehr basic dargestellt, haben das Ganze noch in den Einstellungen ein bisschen advanceder. Auf jeden Fall müssen wir hier jetzt sicher gehen davon, dass wir einmal hier auf das, also gehen wir einfach mal auf das Zahnrädchen, gehen auf Eigenschaften. Und jetzt haben wir jetzt hier eine Möglichkeit, ein Gerät auszuwählen. In meinem Fall ist das jetzt hier diese Kopfhörer. Das muss, also das Wesentliche an dem Ganzen ist eigentlich, dass ihr hier die Kopfhörer auswählt, auf denen ihr auch Discord hört. Das ist das Wesentliche, das ist der springende Punkt. Damit steht und fällt das Ganze, weil hier eben die Desktop-Audio herangezogen wird und dementsprechend auch einfach nur genau das aufgenommen wird, was ihr auch hört. Und deswegen solltet ihr hier halt den gleichen Lautsprecher oder eben Kopfhörer auswählen, mit dem ihr auch Discord hört. Genau. Wir können uns dann hier noch die erweiterten Audio-Eigenschaften ansehen, indem wir hier, also hier haben wir dann noch ein paar weitere Optionen, ist wahrscheinlich für die wenigsten von euch wirklich notwendig. Wir können hier die Lautstärke höher machen oder niedriger machen, können hier eine Balance zwischen links und rechts im Stereo-Bereich vornehmen. Genau, das brauchen aber die wenigsten von euch, denke ich mal. Wichtig ist einfach nur, dass ihr die dass ihr das richtige Audio-Gerät hier ausgewählt habt, mit dem ihr auch Discord hört. Wir können hier mal in den Lautstärke-Mixer gehen und uns das Ganze anschauen. Hier haben wir einmal natürlich das Ausgabegerät, das sollte, denke ich mal, das gleiche sein. Und natürlich hier, wenn wir Discord gestartet haben, also in meinem Fall habe ich jetzt hier kein Discord drauf, einfach draufdrücken auf das Dropdown und dann dafür sorgen, dass das Ausgabegerät, was in dem Fall Standard ist und somit das hier herangezogen wird, unbedingt dasselbe sein muss wie das hier, was wir hier drinnen haben. Ich mache es jetzt nochmal auf. Genau, hier haben wir das gleiche. Wenn ihr Discord als ein nicht standardmäßiges Ausgabegerät verwendet, dann einfach müsst ihr das Ganze hier matchen. Einfach darauf schauen, dass ihr hier die gleichen Geräte drin habt, dann sollte das auch kein Problem mehr sein. Genau. So viel dazu. Das war es eigentlich schon. Ich hoffe natürlich, dass ich euch weiterhelfen konnte. Wenn das so ist, zeigt es mir gerne mit einem Like oder Kommentar. Oder Abo natürlich, würde ich mich sehr, sehr freuen. Wenn nicht, dann schreibt gerne einen Kommentar, was nicht funktioniert hat. Dann versuche ich mich schnellstmöglich bei euch zu melden. Wir finden sicher eine Lösung. Genau. Das war es schon mit dem Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.